Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video für unser Seminar Herabsetzen, Schmähen, Beleidigen, Sprach- und Invektivität. Wir wollen uns in dieser Sitzung mit der Philosophie der sprachlichen Gewalt beschäftigen. Dazu haben Sie zur Vorbereitung mindestens einen Text von Sibylle Krämer lesen können. Doch ich beginne, wie es üblich ist, mit einer kurzen Rekapitulation der letzten Sitzung. In der haben wir uns mit Irving Goffman beschäftigt und seiner Interaktionssoziologie, in der der Begriff des Face eine ganz zentrale Rolle spielt. Und zweifellos ist der Begriff des Face auch ein ganz zentrales Grundlagenkonzept für eine Theorie der Invektivität. Das Face lässt sich definieren als ein in Termini sozial anerkannter Eigenschaften geschriebenes Selbstbild, ja, also so wie die anderen uns sehen, und dieses Bild übernehmen wir dann für uns. Und dieses Selbstbild, in das wir auch emotional investieren, das kann in der Interaktion gewahrt werden durch Achtungsbekundungen, es kann aber auch verletzt werden, wenn man uns zu nahe tritt, wie wir dann ja auch sagen. Und wir haben dann bei Goffman gesehen, dass es bestimmte vermeidende und korrektive Praktiken gibt, mit der das rituelle Gleichgewicht hergestellt und auch gewahrt werden kann. Er hat ja das Face sozusagen als heiligen Gegenstand beschrieben, der dementsprechend gehuldigt werden muss, ja, und dem man auch nicht zu nahe kommen darf, der so eine gewisse heilige Aura, so einen Schutzraum genießt. Und deswegen sind solche Alltagspraktiken der Höflichkeit, der Zuvorkommenheit und so weiter von ihm als rituelle Praktiken beschrieben worden. Und wir haben dann auch gesehen, dass in der Linguistik das aufgegriffen wurde, in der Höflichkeitstheorie, wo Höflichkeit definiert wurde als die Abschwächung face-bedrohender Akte. Ein Befehl wäre ein face-bedrohender Akt, und den können wir abschwächen, indem wir eine Bitte, ein Bitte einfügen, indem wir es als Frage oder im Konjunktiv formulieren und so weiter. Und dann in Reaktion auf diese Theorie wiederum ist dann die Unhöflichkeitstheorie vorgeschlagen worden. Und dann wird einfach Unhöflichkeit definiert als der Verzicht auf eben diese Abschwächung. Ja, man hat nämlich der Höflichkeitstheorie vorgeworfen, ein viel zu harmonistisches, viel zu konsensorientiertes Bild von sprachlicher Interaktion zu zeichnen. Und dem wurde dann eben die Unhöflichkeit als notwendiges Korrektiv gegenübergestellt. Und das leitet jetzt auch schon wunderbar über zum Stoff der heutigen Sitzung Philosophie der sprachlichen Gewalt. Denn bei Sibylle Krämer können wir eine ganz ähnliche Diagnose zunächst mal nachlesen, dass nämlich die traditionelle philosophische Perspektive auf Sprache, erinnern wir uns daran, dass das griechische Wort für Sprache Logos auch Vernunft bedeutet. Diese traditionelle Perspektive setzt also voraus, dass Sprache etwas in sich Verständigungsorientiertes ist und etwas, das als solches der Gewalt eigentlich entgegengesetzt ist. Ja? Also Gewalt hier und Sprache als das, was Gewalt einhegt, was Gewalt verhindert. Und das hat ja auch vielfache Entsprechungen in so Sprichwörtern, ja, wo geredet wird, wird nicht geschossen und solche Dinge. Ja, aber das verkennt eben doch oder blendet aus eine Alltagserfahrung, die wir alle kennen, dass Sprechen eben sehr wohl verletzen kann. Ja? Und wenn wir nur mal sprechakttheoretisch argumentieren wollen, dann sehen wir ja, es gibt ein riesiges Arsenal an Kommunikationsverben, die genau das auch einfangen. Sowas wie sticheln, verletzen, kränken, verspotten und so weiter und so fort. Und wir können uns jetzt also aus einer philosophischen Perspektive fragen, was ist eigentlich jetzt diese sprachliche Gewalt? Wir kennen alle physische Gewalt, ja, wenn wir jemandem einfach eine reinhauen, Zähne ausschlagen, blaues Auge, jemandem einen Arm brechen oder ähnliches. Aber was ist nun genau sprachliche Gewalt? Ist das das Gleiche oder wo liegen eigentlich die Unterschiede? Und darauf aufsitzen dann auch die Frage, was für eine Sprachtheorie brauchen wir eigentlich, um genau das erklären zu können. Ja, und Sprachtheorie jetzt nicht nur im rein linguistischen Sinne, im Sinne von Syntax, Lexik und so weiter, sondern eine eher philosophisch-anthropologische Sprachtheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch durch seine Sprachlichkeit doch maßgeblich bestimmt ist.
Und wie müssen wir dann Sprache konzeptualisieren, um dieses Moment der Verletzbarkeit gut beschreiben zu können? Ja, darum geht es also bei den Texten von Sibylle Krämer. Und ich möchte die wichtigsten Thesen hier ganz kurz zusammenfassen. Denn zunächst mal stellt Sibylle Krämer im Anschluss an Walter Benjamin, Derrida und so weiter die These auf, dass Sprache und Sprechen eigentlich in sich intrinsisch gewalthafte Züge trägt. Ja, sobald wir urteilen oder sobald wir sprechen und die anderen zum Zuhören verdammen, ja, üben wir eigentlich schon auf eine gewisse Art und Weise Gewalt aus. Ja, darüber würde ich auch gerne mit Ihnen diskutieren, ob Sie das überzeugt. Bei Judith Butler können wir nachlesen, dass wir als Subjekte konstituiert werden durch das angesprochen werden. Ja, es ist für das, was uns Menschen als soziale Wesen auszeichnet, ganz zentral, dass wir über Sprache verfügen, dass wir in sprachliche Interaktion treten. Ja, also angesprochen werden konstituiert uns als Subjekte. Genau dadurch werden wir aber auch verletzlich. Ja, indem wir eben auf verletzende Art und Weise angesprochen werden können oder indem man uns auch die Ansprache verweigert, ja, ignoriert werden, aus der Kommunikation ausgeschlossen werden. Auch das wird ja als verletzend wahrgenommen. Die zweite These dann ist die, dass im Unterschied zu physischer Gewalt diese sprachliche Gewalt, die ja schon intrinsisch angelegt ist, ein Interaktionsgeschehen ist. Ja? Es setzt also Interpretation voraus. Also ob wir nun, wenn uns jemand den Arm bricht, dann ist das keine Interpretationsfrage. Der Arm ist gebrochen, ja, aber ob wir uns durch eine Beleidigung verletzt fühlen, das setzt eben doch Interpretation voraus. Und dann als letzter Clou jetzt nochmal die Perspektive wechselnd auf die Verletzenden hin, meint Krämer, dass selbst in der absichtlichen Verletzung dadurch, dass sie auf Ansprache des anderen angewiesen ist und darauf, dass da immer noch ein Verstanden werden wollen mitschwingt, ist selbst in der absichtlichen Verletzung doch noch sowas wie Anerkennung begründet. Ja, das ist also so eine gewisse paradoxe Struktur. Gewalt auf der einen Seite, aber trotzdem Anerkennung auf einer anderen Seite. Und das macht die humane Dimension sprachlicher Gewalt aus, wie Krämer das beschreibt. Das in aller Kürze, die Details können wir dann gerne diskutieren. Es gibt noch eine weitere wichtige Zutat in Ihrer Theorie, die Sie in einem anderen Aufsatz entfaltet, den ich Ihnen zur Lektüre empfohlen habe. Da geht es um die Doppelkörperlichkeit des Menschen. Wir Menschen haben alle einen physisch-leiblichen Körper, ja, den ich jetzt hier auch anfassen kann und der ja auch verletzt werden kann durch körperliche Gewalt. Wir haben aber auch sowas wie einen sozial-symbolischen Körper, der eben gerade durch sowas wie Anerkennung, Ansprache und so weiter konstituiert wird. Und auch dieser Körper kann natürlich verletzt werden. Und wir haben tatsächlich auch in unserer Sprache deswegen eine Metaphorik drin, die auf genau diese Körperlichkeit, die auch eine gewisse Räumlichkeit beinhaltet, abzielt. Wir sprechen von Verletzung als Erniedrigung, als Herabsetzung, aber auch als Ausgrenzung und als Verdrängung. Ja, wir haben also sozusagen einen sozial-symbolischen Ort in einer Gesellschaft, dass wir integrierte Mitglieder sind oder ähnliches und wir können dann an sozial randständige Orte verdrängt werden und auch das wird als kränkend, als verletzend, als gewalthaft wahrgenommen. Ja, die Philosophie der sprachlichen Gewalt kommt sehr abstrakt daher, aber man kann das natürlich auch wunderbar an konkreten Beispielen mal durchexerzieren. Nehmen wir mal sowas wie eine Anekdote aus dem britischen Parlament. Lady Esther sagt dann zu Churchill, wenn ich ihre Frau wäre, würde ich ihnen Gift in den Kaffee schütten. Und Churchill antwortet, wenn sie meine Frau wären, würde ich ihn trinken. Ja, also das Verletzungspotenzial, was drinsteckt in Lady Esthers Rede, wird hier auf eine ganz geschickte Art und Weise gewissermaßen umgedreht und auch eingehegt und aufgefangen. Ja? Also wir können daran sehen, es gibt sowas wie eine Interpretationsbedürftigkeit verletzender Rede, die dann auch aber durch gezielte Retourkutschen auch
abgefedert, aufgefangen werden kann. Das Ganze hat übrigens Pierre Bourdieu auch schon beschrieben in seinem berühmten Text über die über Ehre und Ehrgefühl in der kabylischen Gesellschaft, das auch in diesem Band hier drin enthalten ist, haben wir in der SLUB als E-Book, kann ich sehr zur Lektüre empfehlen. Hier ist interessant, hier wird die Beleidigung als eine Herausforderung beschrieben, die also tatsächlich vom anderen verlangt, dass dann noch, dass die angenommen wird, die Herausforderung. Und schauen Sie mal hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu reagieren und erst dann, wenn der durch die Ehrverletzung Angegriffene nicht erwidert, erst dann ist er entehrt, er kann aber genauso gut auch die Beleidigung erwidern, also wiederum herausfordern. Aber schauen Sie mal hier, es gibt auch diese Möglichkeit, man kann sich auch einfach dem verweigern. Ja, man kann verweigern, die Herausforderung überhaupt für sich anzunehmen. Man kann sich nichts anhaben lassen, sagen wir im Alltag. Und auch das bespricht ja Krämer in ihrem Text, dass das immer noch ein probates Mittel ist, sprachlichen Verletzungen zu entgehen. Und das ist was, was wir eigentlich so in dieser Form bei der physischen Gewalt nicht haben. Ja, wir können uns nicht weigern, die Ohrfeige als physische Gewalt anzunehmen. Die Entehrung, die möglicherweise in der Ohrfeige vor Publikum begründet liegt, die können wir natürlich schon verweigern. Ja? Gut, das kleine Einblicke in mögliche Anwendungsfälle. Ich würde das gerne mit Ihnen vertiefen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.